Heute machen wir eine kleine Reise durch Berlin. Wir können die berühmtesten Sehenswürdigkeiten in Berlin besichtigen. Berlin ist die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Die Stadt liegt im Osten von Deutschland und hat 3.500.000 Einwohner. Durch Berlin fließen zwei Flüsse, die Spree und die Havel. Das Berliner Wappen zeigt im silbernen Schild einen rot bewehrten und rot gezungten, aufrecht schreitenden schwarzen Bären. In Berlin gibt es viele verschiedene Sehenswürdigkeiten. Der Reichstag, Sitz der deutschen Regierung. Die Berliner Mauer. Nach 1949 war die Stadt in zwei Teile geteilt. Das waren West- und Ost-Berlin. Die Grenze zwischen zwei Teilen war seit 1961 die Berliner Mauer. Nach dem Fall der Mauer 1989 und nach der Wiedervereinigung 1990 wurde Berlin wieder Hauptstadt des Landes. Der Alexanderplatz. Dieser riesige Platz ist ein beliebter Treffpunkt der Berliner. Der Fernsehturm, das höchste Bauwerk Deutschlands. Der Zoo. Das ist einer der größten Zoos in der Welt. Die Museumsinsel. Das ist eines der wichtigsten Museumskomplexe der Welt. Das Brandenburger Tor. Heute ist das Brandenburger Tor ein Symbol der Stadt und der Einheit.